Hi, ich bin Rupert Jefferson. Hier sind ein paar Bücher, die mein bester Freund Greg Heffley geschrieben hat. Gregs Tagebücher. 1. Von Idioten umzingelt. 2. Gibt's Probleme? 3. Jetzt reicht's. 4. Ich war's nicht. 5. Geht's noch? 6. Keine Panik. 7. Dumm gelaufen. 8. Echt übel. 9. Böse Falle. 10. So ein Mist. 11. Alles Käse. 12. Und tschüss. 13. Eiskalt erwischt. Ja, und dann hast du mir die Idee geklaut. Ruperts Tagebuch. Zu nett für diese Welt. Ich habe alle Wörter selbst geschrieben und dann alle Bilder dazu gemalt. Ohne Hilfe von einem Erwachsenen. Jetzt rede ich. Von Jeff Kinney. Okay, und wer ist dann dieser Typ? Okay, jetzt fängt das Buch richtig an. Hoffentlich gefällt es euch. Glaubt mir, wird es nicht. Mein erster Eintrag. Hi, ich bin Rupert Jefferson und das ist mein Tagebuch. Ich hoffe, bis jetzt gefällt es euch. Ich habe beschlossen, ein Tagebuch anzufangen, weil mein bester Freund Greg Heffley eins hat und wir normalerweise immer das Gleiche machen. Ach ja, ich sollte erwähnen, Greg und ich sind beste Freunde. Bestimmt denkt ihr jetzt, na los, erzähl mir mehr über diesen Greg. Aber mein Buch ist nicht über ihn, es ist über mich. Ich habe mein Buch Zu nett für diese Welt genannt, weil mein Dad das immer über mich sagt. Rupert, du bist zu nett für diese Welt. Na, wie ich schon gesagt habe, ist Greg mein bester Freund und deshalb ist Dad mein zweitbester Freund. Aber das sage ich ihm lieber nicht, weil ich seine Gefühle nicht verletzen will. Jetzt denkt ihr bestimmt, hey Rupert, wir dachten, in diesem Buch geht es um dich. Mhm, da habt ihr recht. Und ich verspreche euch, ab jetzt steckt hier viel mehr Rupert drin. Als erstes solltet ihr über mich wissen, dass ich mit meiner Mom und meinem Dad im oberen Teil der Silver Street wohne, in derselben Straße, in der auch mein bester Freund Greg lebt. Von meinem Dad habe ich ja schon erzählt, aber auch meine Mom ist echt toll, denn sie kocht mir gesundes Essen und hilft mir dabei, immer schön sauber zu sein. Jeden Morgen gehe ich mit Greg zur Schule. Meistens haben wir super viel Spaß zusammen, aber manchmal mache ich auch Dinge, die ihn aufregen. Hör auf zu pfeifen! Aber so richtig auf die Nerven geht es Greg, wenn ich ihn nachmache. Deshalb erzähle ich ihm lieber nichts von diesem Tagebuch, denn dann wird er bestimmt nur sauer. Auf jeden Fall ist es eine Menge Arbeit, dieses Buch zu schreiben. Und deshalb mache ich heute auch nichts anderes. Aber morgen packe ich vielleicht doch noch ein bisschen mehr Greg rein. Denn wie gesagt, wir sind beste Freunde.